Man könnte sich auch überlegen, diese Schiffe zu verschrotten, damit das eben, damit das nur einfach einzubehalten und die Dinger zu verschrotten, damit das nicht so weitergeht. Okay. Man darf diese Leute schon retten, aber man hat sie dorthin zurückzubringen, wo sie herkommen, einfach deshalb, weil dieses Spiel ansonsten kein Ende nimmt. Das ist das Problem. Die Schlepper schauen sich das ganz genau an, was passiert. Die freuen sich über solche, unter Anführungszeichen, nützliche Idioten, wie die Frau Rakete eine ist, ja, und sagen, super, die haben wir genau gebraucht, das befeuert unser Geschäft. Das ist genau das, wofür wir den Leuten das Geld abknüpfen können, weil wir diese nützlichen Idioten haben, die diese Leute dann nach Europa bringen. Und das ist ja das, was wir wollen, und dafür kassieren wir das Geld. Das heißt, man kann die Leute natürlich aus dem Meer fischen, aber man hat sie dorthin zurückzubringen, wo sie dieses Schiff bestiegen haben. Das ist aber schon sehr hart, wenn Sie sagen, nützliche Idioten. Das ist nicht hart, das ist die Wahrheit. Und ich glaube, dass diese Dinge den Leuten auch zumutbar sind. Diese Dame spürt sie auf und manche machen sie fast zum Säulenheiligen, zu einer Ikone der Humanität, dabei ist sie eine Ikone der Blödheit, möchte ich fast sagen. Und das muss man mal in der Deutlichkeit aussprechen.